Hey ihr da draußen, leise und fast unbemerkt rieselt das Gift. Habt ihr davon gehört, dass im ZDF schon 1998 von Schäden durch Elektrosmog für Mensch und Tier berichtet wurde? Habt ihr euch heute schon mal umgeschaut? 5G-Antennen, Windräder, Solarparks, E-Autos, Elektroscooter, Elektrofahrräder, elektrische Zahnbürsten und die gute saubere Luft durch die Chemtrails, soweit man sehen kann. Selbst die Mainstream-Medien zeigen es euch. Augen zu und durch geht nicht mehr. Wer es immer noch nicht verstanden hat, Fernseher aus und raus an diese frische und gesunde Luft. Vielleicht trefft ihr auf ein paar Verschwörungstheoretiker, die euch erklären, was hier passiert. Sie werden euch erzählen, dass ihr absichtlich still und heimlich vergiftet werdet. Glaubt ihr nicht? Die kippen euch Glyphosat und Antibiotika ins Essen, Fluorid in die Zahnpasta, Nanopartikel in die Atemluft, Gülle in der Nadel, 5G ins Hirn und Insekten in die Lebensmittel. Würdest du dich selbst als einen Mensch bezeichnen, der die Wahrheit liebt, oder ist es dir egal, wenn man dich belügt? Dann mach weiter so, oute dich als Insektenfresser, fahr Elektroautos, genieße die 5G-Bestrahlung. Wusstest du, dass im Kongo das Kobalt von Kindern abgebaut wird, die dafür den ganzen Tag im dreckigen und giftigen Schlamm arbeiten für einen Hungerlohn, damit ihr angeblich klimagerecht agieren könnt? Merkst du, dass sie dich ständig böswillig belügen? Merkst du, dass die Verschwörungen alle wahr werden? Merkst du, wie naiv es ist, weiter zu schweigen? Merkst du, dass dein Gehorsam nur dir selber schadet? Es wird Zeit, Verantwortung zu übernehmen. Die ganze Welt steht auf und steht ein für Frieden und Freiheit der Menschen. Und ganz nebenbei lachen sie über die gehorsamen Deutschen, die das alles nicht zu interessieren scheint. Eure Welt ist nicht heil, das bildet ihr euch nur ein, weil ihr euch tief in einer Blase verschanzt habt und ihr denkt, es betrifft euch nicht. Diese Blase wird bald platzen und dann werdet ihr vor einem großen Trümmerhaufen stehen, den ihr alleine nicht bewältigen könnt, denn die Wahrheit, die euch erreicht, wird von immensem Ausmaß sein. Aber keine Bange, auch dann werden die Verschwörer wieder da sein, um euch Informationen zu geben, aber nur die, die ihr nicht allzu doll verärgert habt. Ihr braucht aber nicht zu warten, bis die Tragödie beginnt und eure Blase platzt. Die Wahrheit läuft nicht im Fernseher, sie kostet Eigeninitiative, Recherche, Zeit und Emotionen. Ihr könnt natürlich auch so weitermachen, das ist ganz allein eure Entscheidung. Das Maximum an Leid kann der Wendepunkt sein, um sich von allen Abhängigkeiten zu befreien, oder man ignoriert es, aber bedenkt: Wenn du überredet, ermahnt, unter Druck gesetzt, gezwungen, bestochen, bedroht, bestraft oder kriminalisiert werden musst, um etwas zu akzeptieren, kann es nicht zu deinem Gunsten sein. Wir haben nicht immer Einfluss darauf, was uns die Eliten servieren, aber stets die Macht zu entscheiden, wie wir damit umgehen. Und ja, es fühlt sich gut an, wenn die Verschwörungen wahr werden, wenn man Recht behalten hat, wenn man den Mund aufgemacht hat, sich nicht im tiefsten Gehorsam bei der erstbesten Gelegenheit unterworfen hat, wenn man sich informiert und nicht alles glaubt. Man sollte den Menschen sagen, euer Gehirn ist eine App. Vielleicht benutzen sie es dann.